Ja, hallo und herzlich willkommen zu der neuen weiteren Ausgabe von Andys Kinoblog. Es ist soweit. Heute wieder in meinem virtuellen Studio, wie ihr sehen könnt. Und lange Zeit habe ich ja jetzt mit Greenscreen nichts gemacht. Das hatte was damit zu tun gehabt, dass ich hier meinen Platz brauchte für die Greenscreen wegen Weihnachten und wegen Silvester. Aber jetzt habe ich sie wieder aufgebaut. Ich habe mich ans Herz gefasst und deswegen sitze ich auch heute wieder in meinem virtuellen Studio. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut in das neue Jahr 2014 reingerutscht. Ich bin wirklich sehr gut reingerutscht, muss ich sagen. Hat auch Spaß gemacht und so langsam gehe ich auf die 1000 Abonnenten zu, worauf ich mich richtig freue. Und ja, das habe ich natürlich nur mit euch geschafft zusammen. Und ich denke auch, dass ich dann in den nächsten Tagen, wenn ich meine 1000 Abonnenten erreicht habe, auch ein kleines Jubiläumsvideo online schalten werde. Aber wir werden mal schauen, wie da die Zeit passt. Und so weiter und so fort. Ja, der Grund aber meines heutigen Videos ist natürlich wieder ein Unboxing. Wir haben eine Blu-ray-Neuerscheinung. Es handelt sich hierbei um den Film White House Down von Roland Emmerich. Roland Emmerich war ja in den letzten Jahren mit seinen Kinoerfolgen nicht so wirklich cool drauf. Die ganze Katastrophenfilmgeschichte hat mich so ein bisschen angestresst. Und ja, letztes Jahr hat Roland Emmerich White House Down gedreht. Einige Wochen zuvor kam Olympus Has Fallen in die Kinos. Da war die Welt ja auch schon so irgendwie im Zwiespalt, dass man gesagt hat, Olympus Has Fallen. Die einen sagten, es ist scheiße, die anderen sagten, war gut. Ich muss sagen, ich habe beide Filme gesehen im Kino und ich sage von meiner Seite her aus ganz klar Daumen hoch für Olympus Has Fallen und natürlich auch White House Down. Wir haben beide sehr gut gefallen, die Filme. Und dazu habe ich mir natürlich beide Steels geholt. Einmal das Zavi Exklusiv-Steelbook von Olympus Has Fallen und hier das ganz normale Steelbook von White House Down, was jetzt heute rausgekommen ist und was ich euch jetzt gerne zeigen möchte. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, spanne ich euch nicht länger auf die Folter. Und ganz klar, viel Spaß bei meinem Unboxing von White House Down Steelbook Blu-ray. Viel Spaß! Ja, und das ist das gute Stück. Wir haben hier den Film White House Down und das Ganze natürlich in der Steelbook. Und nochmal zum Vergleich, das ist das Steelbook von Olympus Has Fallen. Das ist ein Zavi Exklusiv Steelbook. Und wie gesagt, beide Filme fand ich hervorragend. Und wie ihr schon sehen könnt, haben wir hier so ein extravagantes oder extravaganten Pappflyer drumherum. Sieht sehr interessant aus. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz hier schauen. Einmal, also das ist Hochglanz auf jeden Fall und es fühlt sich sehr cool an. Der Film geht insgesamt Laufzeit 131 Minuten und hat natürlich eine, ja, schauen wir mal, 5.1 DTS HD Mastered Audiospur in Deutsch, Englisch und Japanisch. Ja, jede Menge Extras, wie man hier sehen kann, Bonus, Blu-ray exklusiv und so weiter und so fort und ein paar Szenen natürlich von dem Film White House Down. Und kann nur sagen, absolut tolles Steelbook. Ich werde jetzt mal hier versuchen, den Flyer abzumachen. Wir haben hier wieder diese komischen Dinger hier drum, weil ich mag das einfach nicht, diese blöden Dinger hier. Die lassen sich immer schwierig abmachen und im Endeffekt geht das. Ich mache es jetzt so, fertig aus, weg mit dem Scheiß. Das Zeug geht sowieso in die Tonne, weg mit dem Kram. Es braucht kein Mensch. Und ja, so sieht das Steelbook von vorne aus und ich muss sagen, es ist wirklich geil. Endlich mal ein Steelbook, wo nichts draufsteht. Da steht wirklich gar nichts drauf. Kein Titel, null. Auf der Seite hat man den Aufdruck auch nicht drauf gemacht. Und von hinten sieht das Ding so aus. Sieht auch sehr geil aus. Die Frage ist jetzt, hat man es extra gemacht oder man hat es ja letztendlich vergessen? Ich habe keine Ahnung. Finde es aber, sieht sehr, sehr geil aus. Ist nur blöd, wenn es nachher so im Regal steht. Da fehlt der Aufdruck. Ganz klare Sache. Ja, wir haben natürlich hier wieder den Digital Violet Code hier oder wie der heißt. Und White House Down steht drauf. Zeige ich euch natürlich nicht. Und das ist das Ding von innen. Ich finde das Artwork der CD sehr, sehr geil. Sieht cool aus. Und natürlich haben wir auch noch eine DVD da hinten. Also hier ist es die Blu-ray an sich. Und das Artwork von der DVD sieht ein bisschen, ja, bisschen mager aus, finde ich jetzt persönlich. Und das ist das Innenartwork, sieht auch cool aus. Und ja, mir hat der Film absolut cool gefallen. Und ja, damit gebe ich zurück ins Studio. Und das war das Unboxing zu
White House Down in der Exklusiv Steelbook Edition. Ja, da sind wir wieder zurück in meinem Studio und ich hoffe, euch hat das Unboxing zu White House Down in der Steelbook Blu-ray Edition gefallen. Und ich sage hier ganz klar, Kaufentscheidung von Andis Kinoblog. Toller Film, tolles Steelbook, sieht wirklich gut aus und ja, Daumen hoch, wie ich immer sage. Ihr Lieben, das war's schon wieder von mir und ich denke, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Haut rein, macht's gut, euer Andi von Andis Kinoblog und bleibt gesund. Ciao.